Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Wir zocken Sports Scramble auf der Oculus Quest. Ja, der Name sagt ja schon alles. Wir haben Sportspiele und zwar Baseball, Bowling und Tennis. Aber nicht normal, sondern völlig verrückt mit völlig krassen Bällen, völlig verrückten Schlägern. Zum Beispiel haben wir manchmal einen Fisch in der Hand oder so, völlig irre. Und ja, wir können das auch noch im Multiplayer-Modus zocken. Ich bin der Voodoo, bei mir gibt's Hardware-Tests, Gameplays, News und Events zum Thema VR und AR. Also abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danken möchte ich auch meinen offiziellen Patreon-Sponsoren Woodghost VR, Oppermann Events, Donkey Gamer und Peter Wasmeier. Viel Spaß mit Sports Scramble und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Sport Scramble recommends setting your Oculus button to long press to pause. Ja. Ja. Wir wollen ja keine Pause machen, wir wollen ja zocken. Get ready to play everyone's newest, most favoritest, mixed up sporting competition. Sports Scramble! Ist klar, läuft bei euch. Ist ja gar nicht bunt oder so. Schön haben sie es hier. Na gut, wir gehen mal auf Start. Welcome back to Sports Scramble. Did you know each sport has a set of single player challenges? Make sure to check them out. So. Also folgendes. Wir haben jetzt hier verschiedene Lokationen. Hier können wir zum Beispiel die Halle der Champions gucken. Hier können wir im Multiplayer-Modus zocken. Und hier ist dann schon eins der drei Spiele. Baseball haben wir hier. Hier haben wir Bowling. Und hier haben wir Tennis. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal Tennis an. Okay, time to get ready. Und machen einfach mal. Also hier kann man erstmal trainieren. Hier kann man seinen Charakter ändern. Quick Play Challenges. Interessant ist natürlich jetzt hier Quick Play vor allem auch. Und wir machen das einfach mal, würde ich sagen. So. First player to win one game wins the match. Na gut, dann schauen wir mal, ne? Komm! Your serve. So. Ah, super, das geht schon gut los, ne? Aus. Here comes the serve. It's a beach ball. Hey, ihr seht ja diese Dinger fliegen manchmal und da ändert sich der Ball halt wirklich zu was anderem. Das ist, oder manchmal sogar auch der Schläger, ne? Da hast du so einen Tischtennisschläger. Ah, Mist, jetzt habe ich ihn nicht getroffen da. Ah, der ist aus. Aber ganz weit. Service champ. Your opponent is now serving. So. Da komm mal ran, Junge. And the serve. Mist. So, jetzt erinnert er sich wieder. Jetzt haben wir zum Beispiel einen anderen Schläger. Allerdings muss ich sagen, dass die sich alle leider gleich anfühlen, ne? Also ich sehe keinen Unterschied in irgendwas hier. Das ist ein bisschen schade. It's a ping-pong ball. Wow, guck mal, der ist klein. Der ist aus. Yes! Ha! And the serve. And the racket change. That jetzt haben wir einen Tischtennisschläger. Gives you an equipment match. So close. Mist. Not really. Na gut, hier hat man doch schon ein bisschen gemerkt, dass der Ball kleiner ist. It's now your serve. Here comes the serve. Hä? Wo ist der hin? Here comes the serve. Oh nein. It's an accelerator ball. Ah, der wird jetzt schneller dann. Ha! So sieht's aus, Freund der Südsee. Da kriegst du definitiv einen Tennisarm. Ha! Woo! Your opponent is now serving. And
Lass knacken. Wow. I guess you weren't ready for that one. Mist. And the serve. And the racket change. Nice. A pro der ist racket. Besser. Aus. Service change. It's now your serve. 5 zu 3 ist in Ordnung, oder? Here comes the serve. Your opponent has a golf club. Mist. Ich seh's nicht. Here comes a racket change. Oh nein. Was ist das? Ein Fisch? Okay, jetzt ist das. Also, mir ist schon öfter aufgefallen, dass bei diesem Spiel das Tracking manchmal in die Hose geht. Ich weiß noch nicht so genau, warum. Let's try that again. Here comes the serve. Nee. Tu es mir nicht an. Your opponent is now serving. And the serve. That fish ball gives you an equipment. Boah! Point. Bring in the heat. Was war das? Oh ja. Ist das Nemo? And the serve. Oh. Here comes a racket change. A foam finger. Go team. Point. Yes. Congratulations. Woo. You won. Was sagt ihr? So. Nice. Wunderbar. Trophy unlocked. Cool. Also wir können verschiedene Trophäen. Und noch was. Vanity. Ah, guck mal, hier so ein Teil. Aber wir gehen jetzt mal, wir können natürlich jetzt weiterspielen, noch mehr Matches und so. Aber ich will euch ja die anderen beiden Spiele auch zeigen. Und hier haben wir einmal Bowling. Bowling! Game on! Let's hit some pins! Quick Play natürlich wieder. Also wir haben jedes Mal die gleichen Optionen. Go! Oh ja, oh ja. Jetzt zeige ich euch mal, wie verrückt das hier ist. Also wir spielen jetzt gegen den Kollegen da. Wir müssen so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich kriegen. Jetzt kommen gleich schon die Bälle. Ja, Voodoo vom Allerfeinsten war das. Ey! Ja. Spare. You earned a bomb ball. Das ist der Whack-a-Mole oder was? Ja. Oh yes. Nein. So bekloppt. Keine Chance auf dem kleinen Ding. Nein. Einen oder zwei. Junge. Da kannst du knicken. Mann, der hat mehr Punkte als ich. Verdammt. Oh nein. Ernsthaft? Jo. ¡6400! ¡Komm schon! ¡Oh nein! ¡Ja, komm! ¡Ja! ¡Ja! ¡Wow! ¡Der hat gesessen! Damit dürfte ich gewonnen haben. ¡Yes!
Junge, Junge. Also ihr seht schon, da kannst du einiges machen. Wir gehen aber jetzt auch mal raus, weil das ist natürlich auch wieder gleich dann. Ich will euch ja alles zeigen. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit verschwenden. Deswegen gehen wir jetzt mal noch das andere schauen. Und zwar Baseball. Baseball. The ball game's about to start. Let's do this. Quick play. So. Top of the... Dieses Spiel habe ich noch nie verstanden. Aber gut. Oh, scheiße, wir müssen zusammendrücken. And the pitch. Strike. That's strike number one. Strike. That's strike number two. That's a single. Your opponent now has a metal bat. Was? Out of there. That's out number one. A double. Watch out. Your opponent now has a golden bat. Strike. Yo. That's strike number one. Wir können auch hier zum Beispiel so ein Basketball jetzt holen. That's strike. Ach, Basketball, sag ich schon. Da war natürlich kein Basketball, sorry. Oh nein. Home run! Home run? Nein! Oh. Ups. Sorry. Strike. That's strike number one. Strike. That's strike number two. Den dritten trifft er immer. A double. Sackzement. Two outs. Oh. Ist kurz abgelenkt. Junge! It's a home run. Strike. That's strike number one. Strike. That's strike number two. Hä? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Mein Controller ist gerade weggeflogen. Junge! Double. Strike. That's strike number one. Strike. That's strike number two. Was passiert, wenn man dreimal? Home run. Ah. Verdammte Axt! Nein! Strike! Also du kannst eigentlich... Strike number one. Fast überall hinschmeißen, der trifft es immer. Also es ist natürlich keine realistische Sportsimulation. Switch sides. Ah, guck mal, Switch Sides haben wir jetzt. Oh yes.
And here's the pitch. Was? Das war erbärmlich. Single. You earned a metal bat. That's a double. A hockey stick. Wieso krieg ich eigentlich nie Punkte bei diesem Spiel? Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Das Spiel muss mir mal einer erklären. Wow. Da fliegt schon wieder mein Schuh. That's a double. You're back from oh, ich habe einen back. Punkt. Dann, okay, dann habe ich glaube ich doch kapiert. Also nicht wirklich, aber. Hey, wieso fliegt mein Schläger immer mit weg? It's a pool new. That's out number one. Was ist das denn? It's a foam finger. That's two out. Komm schon, komm schon, komm schon. Out. It's a pool noodle. And that's out number three. Switch up. Ja, Leute, ihr habt's gesehen. Ich denke, da können wir nochmal dann rausgehen. Also. Man darf natürlich nicht erwarten, dass das jetzt eine realistische Simulation ist. Das ist, glaube ich, klar. Ne? Und wir können jetzt hier nochmal schauen. Also wir können hier jetzt... Wir können mal kurz die Optionen gucken. Kann ich euch mal zeigen. Boundary Lines, das sind diese Dinger, die ihr am Boden immer seht. Hier können wir unseren Charakter noch ändern. Voice Chat können wir anmachen für Multiplayer. Grab Button, ob das jetzt der... hier der... Trigger oder der Grip-Button ist. Hier können wir allerdings noch die Schwierigkeit einstellen. Ne? Wir können hier Casual, Standard, Pro. Also da kannst du wirklich dann, dass sich das halt noch realistischer anfühlt. Weil so, also für mich als Noob, ich muss das natürlich auf Casual stellen, weil sonst musst du das eher genauer treffen und dann ist die Sache natürlich dann doch schon ein bisschen realistischer. Ja, und da kannst du noch das Intro anschauen. Und wie gesagt, hier können wir dann noch in die Hall of Champions. Da können wir die besten Spieler. Und hier können wir halt im Multiplayer zocken. Ne? Da könnt ihr euch mit euren Freunden verbinden und das Ganze dann halt nochmal im Multiplayer zocken. Ja, das ist es. Mehr hat das Spiel sonst nicht zu bieten. Und ich würde sagen, wir gehen mal zurück ins Studio. Und dann reden wir mal darüber. Ja, Leute, Sports Scramble war das. Also ich sag mal so, du kannst, wie ich ja schon gesagt habe, du kannst keine Simulation erwarten. Ne? Dafür ist das viel zu verspielt alles. Und ich meine, mit dem Fischschlagen, das ist natürlich so ganz witzig, aber es ist keine Simulation. Ne? Also ich weiß natürlich nicht, wie lange man das zockt. Also ich glaube nicht, dass ich es länger als 2 Stunden zocke. Dann finde ich es irgendwie dann auch so ein bisschen albern irgendwann. Klar, im Multiplayer ist es natürlich sicherlich besser, aber selbst da würde ich mir tatsächlich lieber eine richtige Simulation wünschen, anstatt da irgendwie mit dem Fisch rumzukloppen oder was, ne? Weiß nicht, vielleicht ist es für Partys ganz witzig. Aber ich muss sagen, wenn wir auch mal uns den Preis angucken, 30 Euro, ich finde das zu teuer, ne? Bei aller Liebe zu diesen ganzen coolen Oculus-Spielen, die ja auch meistens richtig geil sind, aber das ist zu teuer. Das ist nicht in Ordnung. Ich hätte tatsächlich 10 ausgegeben und nicht 30. Ne? Das finde ich zu viel. Viel zu viel. Und deswegen kriegt das keine Empfehlung von mir, auch wenn die Mehrheit der Leute vielleicht dafür ist, aber das ist mir egal. Ich finde den Preis zu hoch. Ich vergleiche das ja auch immer mit anderen Spielen und das hier ist nun mal ein kleines Minisportspielchen und das ist nun mal keine 30 Euro wert in meinen Augen. Ja, wenn ihr das anders seht, ich bin natürlich offen für alle Meinungen, schreibt es mal unter die Kommentare, wenn 30 Euro für die 3 Spiele für euch in Ordnung sind, das mag ja gerne sein, dann schreibt es mal drunter, warum ihr das so seht. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dass ich euch das vorgestellt habe, Daumen nach oben wäre geil und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de